Welcome back, Ink and Octolings. Are you ready for the losers final? Tamako gegen Mevli. Im losers final, das heißt, wer sich heute bzw. wer sich jetzt vom Turnier verabschiedet, hat auf jeden Fall den Podium safe auf dem dritten Platz. Und wer das heute hier gewinnt, darf sich nochmal darf sich eigentlich nochmal gegen Schoko stellen, weil beide Spieler haben schon mal gegen Schoko gespielt. Also wird das auf jeden Fall sehr interesting. Und ich habe das Gefühl, dass Mevli jetzt irgendwann das Tournament jetzt speedrunnen muss. Aber ich bin mir sicher, dass Tamako bestimmt so ein paar Sätze dagegen sagen wird. Anyway, Turmkommando auf Piranha Pit. It is Tamako mit der CDS Mevli. Mevli halt. Okay. Mevli geht auf der Ramp, Tamako geht auf der Ramp, Mevli geht von der Ramp, Tamako geht hinter der Ramp und jetzt wieder auf den Turm. Und da hat Mevli auf jeden Fall schon mal ganz close, aber kriegt dann trotzdem noch den Splat, weil Mevli da hinterher kam. Und Mevli mit dem ersten Splat des Losers Finals. Verbreitet sich da gerade ein bisschen vor, aber verliert dann wieder gegen Mevli. Mevli pusht den Turm weiter auf Checkpoint 2. Mevjet. Ja. Mevjet wurde hart gecountert durch den 500. Kugler hier von Tamako. Einfach im Spawn stehen zu bleiben. Kann man nichts Falsches tun damit. Und Mevli kriegt den Trade. Out of charge. Und damit steht es 3-1. Der Turm ist auf dem Nullpunkt. Tamako ist auf jeden Fall schnell unten. Gewinnt den Engage dann auch im Endeffekt gegen Mevli. Und der Turm fährt weiter Richtung Mevli Map. Regen ist raus. Geht Richtung Mevli. Schränkt Mevli jetzt natürlich ein bisschen ein. Jetzt muss Mevli ein bisschen aufpassen, weil Tamako spielt ja natürlich mit ein bisschen MPU auf der CDS. Und das Ding kann freeshotten. Da kommt der Engage und Mev gewinnt diesen Engage und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. 4-2 momentan. Boah. Mevli hat auf jeden Fall schon mal wieder sehr viele Hits reingekriegt. Tamako jetzt auch. Tamako kriegt sogar den Splat jetzt rein und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Es ist gerade ein Hin und Her. Es ist gerade ein Hin und Her, was hier gerade abgeht. Mevli ist wieder startbereit. Mevli kriegt wieder den Splat. Das ist wie Tischtennis. Der Ball geht hin und her, hin und her. Stell dir einfach mal vor, der Turm wäre der Ball. Und die beiden wären halt. Die Spieler. Und Tamako kriegt nebenbei den nächsten Splat, während ich von Tischtennis gesprochen habe. Mega. Aber wie ich gesagt habe, es geht wieder Richtung Mevli. Tamako used jetzt Regen, das heißt, Mevli hat natürlich jetzt ein kleines Problemchen, was Damage betrifft. Nach wie vor und jetzt
versucht Tamako natürlich ein bisschen vorsichtig zu sein. Und der Shark hat auch funktioniert. 5:5. Und eine Minute noch übrig. Und Mavli holt sich die Führung wieder. Ah, das ist insane. Das ist insane. Beide Spieler nehmen sich gerade absolut gar nichts. Tamako droppt wieder runter, kriegt den Splat auf Mavli. Und Mavli muss jetzt spurten, weil Tamako das Objective mehr gepusht hat als Mavli. Wenn es jetzt beim 6-6 bleiben würde, würde Tamako dieses Spiel gewinnen. Und Mavli kriegt den! Das war insane! Das war insane! Und jetzt... Mavli... geht nicht auf den Turm. Schlaues Böschchen. Und das ist der Punkt für Mav. Sechs zu sieben. 6:7. Also wenn das kein Losers Finals ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube allgemein, das Wort Finals ist eine Untertreibung. Und ich freue mich schon extremst auf die Grand Finals. Hier an der Stelle. Anyway, Tamako jetzt mit dem Counterpack. Wir haben Tamako schon im Winners Final mit sehr vielen mit sehr vielen Waffen gespielt sehen. Mal schauen, vielleicht findet Tamako ja eine Weapon, die Nautilus ein bisschen auskontert. Aber allgemein war Mavli extrem stark. Vor allem bei Piranha Pit, wo er sich nicht lumpen lassen hat. Und die Führung immer wieder zurückbekommen hat. So, Turmkommando auf New Albuquerque Hotel. Und da geht Mavli jetzt auf die Mini. Es ist interesting. Es ist sehr interesting. Mavli hat halt sehr viele Games mit der Nautilus gewonnen. Aber switch auch gerne mal wieder rüber zur Mini. Und kriegt den ersten Splat auf Tamako. Das ist wahrscheinlich auch schon mal der erste Checkpoint hier. Für Mavli auf jeden Fall schon mal angeknackst. Tamako muss sich da ein bisschen zurückziehen, wahrscheinlich sogar den ersten Checkpoint conceden. Muss Tamako dementsprechend auch, aber dafür kann Tamako jetzt richtig hart rein engagen. Eventuell noch mit dem Splat, aber Mavli kriegt auf jeden Fall schon mal sehr gute Hits da gerade auf Tamako. Und Mav kriegt den Splat as well. Und, wow. Da wollte man gerade was trinken und es passiert gerade so viel. Mavli führt jetzt mit 3-0. Mavli führt mit 3-0. Und es ist wahrscheinlich noch nicht vorbei. Mavli fällt aber jetzt vom Turm ab. Tamako versucht jetzt Mavli
zu bekommen. Und Tamako gewinnt jetzt den Anschlussblatt hier. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Ist das jetzt der Comeback für Tamako? Tamako painted für die Special. Mavli muss, Mavli kommt jetzt von der Ramp runter. Versucht jetzt auch die Special zu bekommen. Hat sie dementsprechend auch. Tamako geht jetzt in den Engage rein. Im Court. Holt den Turm wieder ran. Allgemein verhalten sich... ich wollte gerade sagen, allgemein verhalten sich jetzt beide wieder ein bisschen zurück. Aber Mavli war da hinterm Tower und hat der Tamako komplett überrascht mit einem sehr sicken Slideback. Mavli jetzt wieder mit Missiles. Versucht den Turm immer weiter zu pushen. Und liegt auch gerade mit 1-4 vorne. Das war Tamako gerade richtig weak. Mavli, what? Was passiert hier gerade? So, das ist auf jeden Fall schon mal Checkpoint 3. Für Mavli auf jeden Fall schon mal angeknackt. Jetzt kann Mavli natürlich mit Burst Bombs ein bisschen Payback nehmen. Aber jetzt muss er natürlich aufpassen, weil Tamako kann halt sehr viele gute Dropshots kriegen mit der CDS. Und die können auch sehr wehtun mit MPU. Mavli aber. Oh, Tamako hat hier die Position geswitcht. Und das gibt natürlich Mavli den KO. Sehr stark umgangen und sehr stark rumgetanzt von Mavli. Und das ist jetzt auch schon das Setpoint hier für Mav. Wie gesagt, nichtsdestotrotz schenken sich beide Spieler gerade nichts. Beide Spieler haben es wirklich sehr weit gebracht. In diesem Turnier haben jetzt gut 5 Stunden, gut 5 Stunden durchgespielt. Durchgehend 1v1s gespielt. Und schaut her, wie weit sie es gebracht haben. Top 3. Podium. Und während wir gerade geredet haben... Oh! MavJet got MavJet. Tamako verabreicht Mavli so die eigene Medizin mit dem wunderschönen Inkjet Direct hier. Und das ist jetzt Nautilus gegen Nautilus Battle. Ein Ditto Fight, den wir relativ selten gesehen haben. Gewinnt Mavli diesen Engage? Yes! Auch sehr stark evaded hier von Mavli. Wie gesagt, dieser Kampf wird stark. Dieser Kampf wird extrem stark zwischen beiden Spielern. Mavli hat auf jeden Fall schon mal den ersten Checkpoint angeknackst. Tamako pirscht sich so ein bisschen ran. Beide haben Inkjet ready. Wird es wieder ein Dogfight geben? Wird es wieder ein Inkjet Battle geben? Tamako repositioniert sich jetzt ein bisschen. Und das kann jetzt das ganze Set kosten, wenn Mavli jetzt diesen Checkpoint durchkriegt. Tamako muss gerade noch respawnen. Und wenn Tamako jetzt diesen Split nicht kriegt, ist Mavli in Grand Finals. Mav ist in Grand Finals gegen Shoko.
das All-In von Tamako mit der Repositionierung auf dem Ramp by Window hat nicht ganz was gebracht. Und das hat Mevlin eiskalt ausgenutzt. Und damit verschiebt sich Mevlis Schlafzeit um mindestens nochmal 30 Minuten. Sogar noch 40, sogar noch 50, I don't know. Vielleicht kommt ja noch das Bracket Reset dazu. Das heißt, Tamako, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und GGs zum dritten Platz. Mevli stellt sich wieder Shoko in Grand Finals. Und ich würde mal sagen, wir sind gleich wieder da mit dem Grand Finals. Mevli gegen Shoko. Be right back. Stay tuned.